jedes Mittel recht, ja. Ich habe mir schon gesagt, dass du gleich so eine scheiß Maßnahme hast. Ja, wenn nicht, ist doch scheißegal. Ich hab mir was unseren Urlaub, da muss ich noch Urlaub beantragen, wenn man nicht wegfahren will. Naja gut, das hätte man jetzt natürlich auch gleich fragen können, ne? Und das habe ich natürlich jetzt auch nicht gedacht. Rechnung abgegeben. Ach, bloß zu fahren. Der 9. ist doch der Oktober, oder? Fahren Sie 4 Kilometer, dann links abbiegen. Scheiße, jetzt das habe ich da runtergehauen. Was ist denn da? Die Abdeckung da von der Rum. Weil sie immer hier rumklettern und rumhüpfen. Lass das mal bleiben davon. Das ändert was. Das wird auch nichts ändern. Was willst du den grünen Tag machen? Was habe ich zum 16.06. gesagt? Ach ja, das kann ich sagen. Dann machst du wohl doch was. Und der komische Fürstefisch. Mandy, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir die Location anschauen. Toll, wie informiert. Man merkt, wie informiert die Leute sind, die da arbeiten. Ja? Naja, Mandy, also wenn ich so einen Job mache, dann soll ich mich schon informieren, wie die Leute drüber denken, was dazu im Internet geschrieben ist, was für Aktionen laufen, ja, wo ich vielleicht selber in der Gefahr bin, in Haftung zu kommen. Ja. Wobei man natürlich den Leuten auch zum Großteil verschweigt, dass sie selber haftbar sind. Ja. Ich glaube nicht, dass denen das gesagt wird. Ja. Beziehungsweise viele gar nicht die Tragweite erkennen, ja, dass das so ist, dass sie haftbar sind. Ja, weil da wird keiner den Mut haben, seinen Vorgesetzten darauf anzusprechen oder kaum. Ja. Und wenn, dann wird er wahrscheinlich eher abwiegeln, ja, nee, das ist nicht so. Und ja, das müssen sie anders interpretieren. Wendy, der Träger soll dich jetzt erst einmal einladen. Dann gehen wir da mal hin. Ja, und dann reden wir mal weiter. Ja? Weil das Gespräch werden wir genauso aufzeichnen, das Gespräch werden wir genauso veröffentlichen, weil ich die Gespräche, ich werde die Namen rausnehmen, ja? Nur um die Gespräche zu dokumentieren und öffentlich zu machen, wie solche Gespräche abläuft, was da abläuft. Ja? Und dann können sie mal. Ja? Und da geht es nicht darum, jemanden zu kompromittieren, sondern es geht einzig und allein darum, zu dokumentieren, was da abläuft und nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und deswegen nehme ich auch da die Namen raus, dass das keine, das heißt, dass das absolut anonym ist. Ja? Damit keiner irgendwie sich auf den Schlips gefühlt fühlen kann. Ja?
weil wenn ich die Namen drin lasse, dann wird es eng. Mhm. Weil dann ist es, kann man mir eine illegale Aktion sofort in reinblasen. Ja. Nach 300 Metern links abbiegen. Weil an sich ist es vom gesetzlichen Status her verboten, solche Gespräche aufzuzeichnen, ohne Wissen vom anderen. Ja. Aber wenn der Staat sich illegale Methoden bedient, dann denke ich mal, ist das Recht des Bürgers genauso da gegeben. Oder im Pseudostaat, wie wir es ja haben. Ja? Da können Sie durchaus mit zweierlei Maßstäbe rechnen oder arbeiten, weil das tun Sie ja gerne. Halt für seine Rechte einreden, für sein Zeug, ja. Und nicht fahren Sie 250 Meter, dann links abbiegen. Ich weiß ja gar nicht, von was du jetzt redest, ja, oder was ich will. Ja. Sondern dann muss ich halt sagen, das ist das, was ich will. Und auf das Ziel gehe ich zu. Egal, ob ihr das unterstützt oder nicht. Ja. Das interessiert mich nicht. Ja. Weil wenn die mit ihren Lebenslauf erstellen wollen, das wird sowieso lustig. Okay. Ja, und Bewerbungstraining und den ganzen Scheiß. Ja. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Aber du bist halt genau der Kandidat, den sie brauchen. Duckmäusert. Ja. Und immer schön ja. Neuberechnung in Gang. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Scheiße. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 100 Meter, dann links abbiegen. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Naja, Mindy, bis jetzt habe ich dich noch nicht erlebt, dass du deine Interessen vertrittst. Jedenfalls nicht klar sagst, das will ich, das will das, ich nicht. Das, was ich wirklich sagen will, kann ich ja nicht sagen. Muss ich nicht nur Ärger mit dir bekommen, sondern auch mit denen. Ne? Ja, schön. Rechts abbiegen, dann links abbiegen. Ja, dass ich lieber noch mal 3 Jahre daheim bleiben will, weil ich zurzeit überfordert bin damit. Mit Beruf und Haushalt und Kinder. Ja, Mandy, dann stehst du dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Ja. Fahren Sie 80 Meter, dann rechts abbiegen. Dann hast du keine Existenzberechtigung in der BRD. Hm, toll. Ja, es ist so, ich kann es nicht ändern. Ich habe doch Kinder, um die ich mich kümmern kann. Ist das nicht genug? Nee, das ist in Deutschland nicht genug. Ja. Weil deine Kinder gibt es lieber woanders ab. Das ist sinnvoller. Ja. Weil dann werden sie wenigstens systemkonform. Hm. Fahren Sie 90 Meter, dann links abbiegen. Ja, links abbiegen, dann links abbiegen. Aber das interessiert hier in Deutschland keinen. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 110 Meter, dann rechts abbiegen. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 90 Meter, dann rechts abbiegen. Ja. Rechts abbiegen. Ja, Navi, nerv mich halt. Aus der Hütte. Und ich bin ja auch der altmodischen Ansicht, dass der Mann das Geld verdienen kann. Immer als Vorwärts. Fahren Sie 3,2 Kilometer, dann rechts halten. Wenn die, es geht nicht um altmodische Ansichten. Und das ist auch grundlegend die verkehrte Argumentation. In der heutigen Zeit. Aber das Einkommen nicht ausreicht vom Mann, dass er damit zurechtkommt. Nee,
Aber diese Ansicht ist veraltet. Ja? Und ich kann die Gesetze nicht ändern. Aber ich kann meine Lebensumstände an die Gesetze anpassen, sodass mir kein Arsch was kann. Ja? Also muss ich anders agieren. Wenn mir die Kindererziehung wichtiger ist, als irgendwo mich totzubuckeln für irgendeinen Idioten, der sich bereichert an mir, dann muss ich den Schein wahren, nach außen hin. Ich bin ja bereit dazu, aber ne? Dann muss ich mir aber entsprechend kämpferisch geben, dass ich nach außen hin den Eindruck erwecke, ich will ja. Meinst du die Leute, die nicht arbeiten wollen, generell nicht arbeiten wollen, die gehen hier und sagen, ja, ich will nicht arbeiten, sondern die sagen, ja, ich würde ja gern, aber mich nimmt ja keiner. Hm. Ja? Das ist schon richtig, die bringt ja irgendwelche Sachen vor, aber gesundheitlichen Probleme, die sie haben. Ist doch wurscht, was sie vorbringen, aber sie werden immer eine Ausrede finden oder ein Gegenargument da. Ja? Und das haben sie sich halt vorher überlegt, da machen sie sich halt vorher Gedanken. Ja? Und das mit der Migräne ist doch auch okay, weil ich doch oft Migräne habe. Ja, nur wenn du Migräne hast, ja, dann musst du dich krank schreiben lassen. Dann kann ich aber nicht hergehen und sagen von vornherein, ja, ich habe ja ständig Migräne, deswegen kann ich nicht arbeiten gehen, weil dann heißt es, du stehst dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Also, da haut aber was nicht hin. Was? Nix. Das Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 250 Meter, dann rechts abbiegen. Jetzt muss ich erst einmal schnell das Navi quälen. Muss das sein? Multenberger Straße. Vier. Fahren Sie 850 Scheiße. Meter, dann links abbiegen. Moment.
den Knödel. In der Hand. Machen wir das nicht weiter rein? Den Rauch? Das war's in der Süße. Nein. Fahren Sie 800 Meter, dann links abbiegen. Da ist ein Schornstein und ein Reiter daneben. Ein Schornstein. Durchfahren, du Idiot. Fangen Stiel. Fahren Sie 800 Meter, dann links abbiegen. Ja. Ich weiß ja nicht, warum der mich oft nicht auf die Siedig-Führerstraße einblockt. Das ist Fangen Stiel. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 750 Meter, dann rechts abbiegen. Ich wünsche mir auch mal ein Kampf. Ich warte drauf ab, bis man weg mit Rappen war. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Fahren Sie 550 Meter, dann rechts halten. Nach 250 Metern rechts halten, dann Ankunft am Ziel auf der rechten Seite. Rechts halten. Seite. Oh. Kann man mit aussteigen? Nein. Nicht so. Hört mal auf. Ich will aussteigen. Ich kann man mit aussteigen. Nein. Ich will nicht so.